Heute drei Arten von Ernährungstypen. Clara und ihr Healthy Lifestyle. Hallo zusammen, mein Name ist Clara und ich betreibe Clean Eating. Ich finde, es ist unfassbar wichtig, sein Augenmerk komplett auf die Gesundheit zu legen, weil alles, was wir essen, eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Es ist nicht einfach so, dass wir etwas essen und dann haben wir Energie und dann müssen wir wieder etwas essen, um Energie zu haben. Das wäre ja viel zu einfach. Wir müssen auf so viele Dinge achten in der Ernährung. Deswegen gebe ich mein Bestes, mich wirklich clean zu ernähren und verzichte komplett auf verarbeitete Lebensmittel, auf verarbeiteten Zucker. Generell bin ich ja mittlerweile, muss ich echt sagen, unfassbar unsicher, was ich denn überhaupt jetzt noch essen kann. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist Salat. Mit Salat kann man gar nichts falsch machen. Salat ist im Prinzip ein Hauch von nichts und da gibt es gar nicht so viele Schadstoffe. Da muss ich aber sagen, den Salat, den ich hier hätte, den würde ich niemals essen. Der ist jetzt einfach nur zu Demonstrationszwecken, aber der Salat war in einer Plastiktüte, in einer Plastikverpackung. Glaubt ihr wirklich, ich würde irgendetwas in Plastik verpackt essen oder was? Ich beruhige mich wieder. Wieso ich persönlich Clean Eating so unfassbar wichtig finde und wieso ich euch dazu unbedingt überreden muss, weil es liegt in meiner Bürgerpflicht, euch beizubringen, clean zu essen. Oder wollt ihr etwa an Herz-Kreislauf-Versagen, wie passend der Krankenwagen fährt gerade vorbei, wollt ihr etwa an Herz-Kreislauf-Versagen sterben? Oder vielleicht mit den Spätfolgen von irgendwelchen Weichmachern in Plastik irgendwie leben müssen? Wollt ihr vielleicht irgendwie unfruchtbar werden aufgrund dessen? Wobei, wenn ich mir das jetzt mal so recht überlege, sollte man sich überhaupt fortpflanzen, wenn man nicht Clean Eating betreibt? Ich bin mir da nicht so sicher. Und wenn ihr schon als Eltern nicht clean isst, wie sollen denn dann bitte eure Kinder clean essen? Oh mein Gott, ihr werdet bestimmt solche Eltern, die mit den Kindern irgendwie zu McDonald's hinfahren oder so und denen irgendwie so Chicken geben zu essen mit frittierten Pommes. Frittierte Pommes, habt ihr schon mal was von Acrylamid gehört? Ihr dürft ja auch nicht Dinge mehr als 180 Grad erhitzen. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich schwierig, clean zu essen, aber es ist so wichtig für unsere Gesundheit. Selbstverständlich auch für die psychische. Also würde ich nicht clean essen, dann hätte ich wahrscheinlich schon drei psychische Krankheiten gehabt, ja? Der Punkt ist, ja, eigentlich wollte ich euch sagen, ihr müsst auch Obst und Gemüse essen. Aber ehrlich gesagt bin ich mir da nicht mal mehr sicher. Zum Beispiel Banane, ja? Wenn ich jetzt hier so eine Banane essen würde, dann ist da Fruchtzucker drin, Leute. Fruchtzucker! Zucker! Es ist scheißegal, ob das jetzt Frucht... Oh, verdammt. So gebildet wie ich bin, ich darf ja nicht scheißegal sagen. Meine Kinder, die könnten das Video gucken, das ist nicht gut. Okay, wir machen das nochmal neu. Es ist ja total egal und irrelevant, ob es Fructose ist oder ob es normaler Zucker ist oder so, weil im Prinzip wird ja alles gleich verstoffwechselt. Alles gelangt irgendwie in den Körper, hat eine Auswirkung auf unseren Blutzuckerspiegel und das wiederum hat eine riesige Auswirkung darauf, ob wir vielleicht später irgendwann mal Diabetes kriegen. Und dabei ist es total egal, ob wir Fructose essen oder ob wir uns irgendwie ein Stück Kuchen gönnen. Falls ihr unten irgendwie eine Infobox suchen möchtet, da habe ich einen total tollen Clean Eating Healthy Lifestyle Ernährungsplan erstellt. Und da gibt es sogar Clean Eating Kuchen, komplett zuckerfrei. Der Punkt ist, wir müssen uns vor den ganzen Krankheiten schützen. Wir müssen unsere Kinder vor den ganzen Krankheiten schützen. Und wenn du dich schon alleine zu Hause nicht schaffst, clean zu ernähren, dann setz am besten keine Kinder in die Welt. Wer soll dann bitte sich um deine Kinder kümmern und um die Ernährung? Ernährt ihr euch nicht clean, werdet ihr wie Charlie Sheen. Kevin, Fitnesstrainer und bekennender Eiweiß-Shake-Lover. Also was ich in meiner langjährigen Erfahrung als Fitnesstrainer und als Personal Coach und Bodybuilderin und so gemerkt habe, ist, von Salat schrumpft der Bizeps. Das ist nicht empfehlenswert. Kann ich euch nicht empfehlen. Wohingegen Fleisch, Fleisch ist Bombe, ja. Nichts geht über Fleisch, Proteine an die Macht. Wir sollten uns eigentlich nur noch von Proteinen ernähren. Scheiß auf alles andere, scheiß auf Vitamine, das brauche ich nicht. Nur Proteine, immer Pro, weil Pro ist gut. Proteine, Vitamine, Schrott, Mikronährstoffe. Mikro, Alter, wie klein soll das denn sein? Was willst du mit Mikronährstoffen? Was soll dir das denn bitte bringen, Alter? Also nochmal zum Mitschreiben, das einzig Wahre sind Proteine. 7 Tage die Woche mindestens musst du immer mindestens 2 Stücke Fleisch am Tag essen. Aber eigentlich wäre besser, wenn du 3 Stücke Fleisch am Tag isst und dann noch ein Eiweißshake hinterher, weil das ist richtig gut für die Niere, ja? 100 pro, ich weiß das.
Oder glaubt ihr, dieser Bizeps hier kommt von ungefähr oder was? Habt ihr mal den Trizeps hier angeguckt? Das kommt nur vom Fleischessen, Leute. Scheiß auf Sport, scheiß auf Vitamine, Gemüse, das braucht alles kein Mensch. Wir brauchen einfach nur Fleisch. Der Mensch ist ein reiner Fleischesser, ja? Ich mache mich dann jetzt mal wieder zum Pumpen. So. Und erfolgreiche Pumper, die nehmen mittlerweile keine Hanteln mehr, ja. Sondern die nehmen rein minimalistisch, ja, das ist ja jetzt Mode, dieser Minimalismus. Die nehmen jetzt Alltagsgegenstände. Also, was kann ich am besten mit dem Salat machen? Ich kann den pumpen. Und das Ganze nochmal auf der Seite. Weil wir müssen erstens minimalistisch sein und zweitens müssen wir die Dinge, die wir haben, recyceln. Und was soll ich damit machen? Hanteln, ganz genau. Ich kann die Hanteln ersetzen. Ich brauche mir dann keine Hanteln mehr kaufen. Das ist gut. Proteine! Wir brauchen Proteine, Leute! Scheiß auf alles andere, nur noch Proteine! Ganz wichtig, Proteine! Proteine heißt Kraft! Proteine, was brauchst du? Proteine! Ich klopfe jetzt mal kurz auf meine Fitnesstrainer-Schulter, weil ich habe hier Ahnung. Und das, was auf jeden Fall das Erste ist, was du brauchst im Leben, sind Proteine. Hier, meine Niere, die sticht schon irgendwie so komisch. Das liegt bestimmt einfach nur daran, dass ich heute zu wenig Protein zu mir genommen habe. Also Leute, immer genug Proteine essen! Kira und ihr Abnehmgeheimnis. Kiras Top-Abnehm-Tipp. Hallo und willkommen, ihr Lieben, auf meinem neuen Kanal und in meinem neuen Video. Und was ich euch heute erzählen möchte, ist... Ja, ich möchte euch meine morgendliche Frühstücksroutine ans Herz legen. Und zwar esse ich jeden Morgen immer eine Banane. Das ist dann auch mein volles Frühstück, weil ich muss ja darauf achten, irgendwie schlank zu bleiben und... Die Linie und ihr wisst schon Bescheid, ne? Ihr wisst ja genau, was ich sonst immer für Videos mache, deswegen brauche ich euch das ja gar nicht erklären. Mein persönlicher Trick. Ich werde euch jetzt mein persönliches Beauty-, Schlankheits- und Abnehmgeheimnis verraten. Und ich schwöre euch, Leute, es wird euch umhauen. Es ist revolutionär. Okay, seid ihr bereit? Ich werde euch nun das Wundermittel schlechthin zeigen, ja? Haltet euch fest, Leute. Jetzt kommt mein absolutes Abnehmgeheimnis. Vor jedem Essen, vor jeder Mahlzeit, die ihr einnimmt, also ich meine, ihr nehmt ja sowieso nur 1 bis 2 Mahlzeiten höchstens am Tag ein, weil wir wollen ja alle abnehmen, dann isst man ja nicht so viel. So, also vor eurer täglichen Mahlzeit, die aus einer Banane besteht, ja, trinkt ihr einfach ein riesiges Glas Wasser, am besten so 500 bis 1000 Milliliter, weil jetzt kommt das Geheimnis, jetzt kommt der geheime Trick dahinter. Wenn ihr vor dem Essen einfach nur ganz viel Wasser trinkt, ja, dann habt ihr einfach keinen Hunger mehr. Dann esst ihr 2 Stücke von der Banane und dann habt ihr in einer Woche einfach 3 Kilo verloren. Das ist doch das, was wir wollen. Liebe Leute, das war jetzt mein perfekter Tipp zum Abnehmen. Selbstverständlich werdet ihr ohne Sport und ohne weiteren Verzicht ganz normal locker 5 Kilo die Woche abnehmen, wenn ihr diesen Trick befolgt. Ihr werdet weiterhin Muskeln aufbauen und ihr braucht einfach wirklich, ich verspreche euch, ihr braucht keinen Sport zu machen. Und ihr dürft danach einfach ohne Jojo-Effekt wieder das essen, was ihr wollt, weil ihr habt die 5 Kilo für immer verloren. Prost! Was mit der Magensäure ist? Ob die Magensäure dadurch verdünnt wird? Ah, bestimmt nicht. Nein, nein, die Magensäure, die wird nicht verdünnt. Mm-mm. Ihr habt dann einfach nur weniger Hunger und weniger Platz im Magen und dann esst ihr weniger und dann nehmt ihr ab. Selbstverständlich nehmt ihr nicht an den Muskeln ab, sondern nur an dem puren Fett, Leute. Versprochen. Und jetzt trinken wir diese 600 Milliliter Wasser zusammen, um dann eine halbe Banane zu essen und satt für den ganzen Tag zu sein. Das ist doch schön. Das hört sich nach einem Plan an. Das war mein Tutorial des heutigen Tages und ja, gönnt euch meine Morgenroutine, liebe Leute. Sie wird euch revolutionierend bereichern und euch so ein tolles Körpergefühl geben. Ein Schluck tut's auch. Da ich hier gerade sehr angestrengt stehe, das seht ihr nicht, werde ich nun das Video beenden. Das waren die 3 verrückten Typen, wenn es um Ernährung geht, die mir bisher begegnet sind. Falls ihr wollt, dass ich darüber nochmal so ein Parodie-Video mache, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Gebt mir irgendwie ein Feedback bei Instagram per Like, per Kommentar, wie ihr wollt. Ihr habt da eine freie Auswahl. Genau, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Richtig, hast du gut gelernt. Ich klopfe mir auf mein Fitnessstudio. Fitnesstrainer-Schulter.